Wunderbar. Ah, schön. Dann machen wir da direkt nochmal ein Deckchen davon. Sandstein hier, zack. Richtig gut. Gar keine Mobs bis jetzt unterwegs. Das wundert mich. Kann noch ein paar Level farmen nebenher. Und dann direkt zwei Endermen. Ihr wollt mich darauf verarschen. Drei Endermen. Ach komm. Boah, hier ist auch nochmal richtig viel Sand. Alter, nice. Richtig schön. Alter, der tötet mich. Boah. Du Drecksau. Schick. Schick, schick, schick. Bei dem Lied muss ich immer an Indiana Jones denken, ohne Spaß. Indiana Jones, der zweite Teil, ich glaube, das, also, wie ist denn der zweite Teil nochmal? Vermächtnis des Tempels oder sowas? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber da kommt am Anfang auch, ist ja Indiana Jones in der, ja, in der, nicht Bar, sondern in diesem, ja, in dieser Lokalität und macht da dieses Geschäft mit diesem einen Japaner, und da tritt ja auch diese eine Sängerin da auf, und da kommt auch so ein ähnliches Lied. Das hört sich immer ähnlich an, da muss ich immer an Indiana Jones denken, wenn ich das Lied hier höre. Schon lustig. Das war die Schaufel. Das ist Sandstein. Natürlich erstmal den Sand selbst, bevor ich den Sandstein abbaue. Ich gerade eh die Schaufel in der Hand habe. Ich habe hier die Schaufel in der Hand, nicht du. Schön. La, 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 la. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. Jetzt kriegen wir schon ein bisschen was zusammen. Das gefällt mir. Ich habe noch gedacht, ich muss hier Stunden suchen, bis ich immer wissen, Sand irgendwo finde. Aber das ist doch dann ganz in Ordnung hier. Döp, döp, döp.
Das müssen wir auch unbedingt mal spielen noch. Die Deponia-Reihe. Ich habe ja den ersten Teil gespielt. Let's Play. Aber zum Rest bin ich irgendwie nie so gekommen. Den zweiten, dritten und den vierten Teil zu spielen. Da bin ich irgendwie nie wirklich dazu gekommen. Eine Schande. Eine Schande für die ganze Nation. Deponia, ich mag die Soundtracks davon, deswegen ist auch hier in der Playlist natürlich Deponia Soundtrack vertreten. Ist ja klar. So. Wunderbar, dann gehen wir noch auf die andere Seite, weil da gab es ja auch noch so richtig schön viel Sand. Ich würde sagen, ich mache gleich nochmal ein bisschen Sandstein fertig. Ja, so viel ist es jetzt auch nicht, aber gut. Hier ist schon wieder ein Skelett. Was ist doch? Na komm. Oh, gibt's auch schön viel Sand. Ich muss nur aufpassen, dass ich da nicht in die Höhle reinbreche. Ha! Das ist ja natürlich getrickst. Ne? Das lassen wir einfach so. Das Spider-Man. Gonna die. Nice. Spinnenweben weg. Was ist das? Prismarinkristalle. Hm. Fett. Oh. Da steht eine Fackel, das muss weg. Gibt es vielleicht irgendwo eine Kuh? Schade, sonst hätten wir... Was heißt noch Sand? Oh, ja, das gefällt mir hier. Hier ist richtig schön viel nicer Sand. Ja, das meine ich. Pass bloß auf, dass du nicht in die Höhle, ja. Oh, da gehe ich lang. Ja, kannst mich mal kreuzweise da führen, ne? Nee, 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 nee. Nee, nee, mein Freund. Nee, 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 nee. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, wenn wir da jetzt den Sand weggraben. Weg mit ihr Wasser. Kommen wir noch einen Fisch rein. Yum, yum. Ja, ich hasse das. Oh Gott, ich hab die ganze Zeit Angst, dass sie gleich das ganze Ding hier runterbricht, Alter. Das ist gefährlich.
Mit denen nur so ein bisschen, ja, aber ich glaube, das sieht safe aus hier. Hier können wir schön weiter graben. Das ist gut, weil dann kann ich nämlich hier außen entlang Sand setzen. Weil dann gibt es nämlich noch mehr. Müsste mir nur wahrscheinlich eine neue Schaufel dann ja, machen. Demnächst. Schön. Pilz weg. Braucht kein Mensch. Pfeile weg. Und dann. Dass das noch nicht abgefallen ist. Na, wollte ich doch gerade. Ja, da geht's nämlich dahin. Ciao. Na ja, klar. Dann weg mit dir, Stein. Machen wir uns da gleich mal drei Schaufeln. Ich weiß gar nicht, ist das der Avatar-Soundtrack? Müsste er eigentlich sein. Ja. Ist er. Oh, von welcher Szene ist das denn? Muss irgendwann am Ende sein. Ja, ist irgendwo am Ende. Aber welche Szene genau das entfällt mir jetzt. Ach, das ist der Endscreen. Meine ich. Ah, schon lange nicht mehr gesehen, die Serie, aber absolut geiler Soundtrack. Auch wieder. Muss man ganz klar sagen. Großer, großer Fan, muss ich sagen. Könnte ich schwärmen von. Schöne Idee, ich finde es auch in diesem asiatischen Touch. Damit drin, das finde ich dann schon irgendwie. Ja, und dieses Epische ist einfach. Ist einfach extremst geil. Ja. Gut, ich will es ja nicht wegspringen. Federn brauche ich die unbedingt eigentlich nicht. Drei Goldnuggets, okay Mensch.
Muss Platz schaffen im Inventar. Oh, geil, wie viel Kies, ja. Alter, wie viel Kies hier noch liegt, ey. Wie viel Sand hier noch rumliegt, würde ich sagen, Mann. Machen wir jetzt wieder Deponia Soundtrack. Auch sehr epochal teilweise, muss ich da. Ist auch sehr, sehr geil. Was kann ich mit dem Ding eigentlich machen? Nichts. Das ist super sinnvoll. Herz des Meeres. See, ist mir egal. Das heißt. Super unnützliches Ding. Heißt das. Ich finde es auch krass so, wenn man jetzt so Daedalic, wenn man Daedalic hört, so muss man eigentlich, also ich jetzt, muss ich direkt an Deponia denken.